129 Corsair LEDs in einem PC, allem voran mit der brandneuen Corsair H150i Elite Capellix. Das Geile ist, einer von euch hat die Chance, die komplette Corsair Hardware zu gewinnen. Darf ich vorstellen, das ist die neue Corsair H150i Elite Capellix. Capellix meint die verbauten LEDs und davon gibt es echt viele. Alleine die Pumpeneinheit bietet bereits 33 dieser ultra geilen LEDs. Die Capellix LEDs kennt ihr sicherlich schon vom Corsair Dominator Platinum RGB. Ein klassisches I/O Review zu kredenzen fand ich irgendwie relativ langweilig und so gibt es heute in Kooperation mit Corsair diesen schicken Gaming PC. Was genau ist eigentlich verbaut? Ein Ryzen 9 3900X 32 GB Corsair Dominator Platinum RGB, eine MP600 PCI Express 4.0 SSD und all das befindet sich auf dem Asus B550F Gaming. Das Review zu diesem ultra geilen Mainboard gibt es oben verlinkt. Der Fokus liegt bei Corsair, so gibt es noch ein RM650 Netzteil mit weißen Kabeln und drei zusätzliche ML120 Lüfter. All das befindet sich in dem brandneuen Corsair 4000D. Die Grafikkarte ist eine 2080 Ti, ja, ich weiß, RTX 3070 etc. pp, aber die habe ich noch nicht und irgendwas Schönes musste ja in diesem PC rein. Das 4000D erinnert mich persönlich sehr stark an die frühere Corsair Obsidian Serie. Zum Beispiel war das 350D seinerzeit echt geil. Ich habe hier die Airflow-Version. Es gibt das Gehäuse auch nochmal mit einer komplett geschlossenen Front und als 4000X mit einer Glasfront inklusive drei RGB-Lüfter. Was mir sehr gut gefällt, sind die Kabelmanagement-Möglichkeiten, besonders auch die Qualität des Gehäuses. Auch der Einbau von Radiatoren oder auch allgemein der Hardware an sich ist echt kinderleicht. Durch die perforierte Front kann die Luft ideal angesaugt werden und diese trifft dann in meinem Fall auf die H150i Elite Capellix. Es gibt die neue I/O auch als 240er Version namens H100i und als 280er Version namens H115i Elite Capellix. Bei jeder dieser I/O ist ein Commander Core mit dabei. Im Grunde also ein Commander Pro mit weniger Anschlussmöglichkeiten. Insgesamt lassen sich 6 Lüfter sowohl via PWM als auch RGB anschließen. Auch die Pumpe kommt an den Commander Core und so gibt es nur noch ein einziges Kabel und nicht mehr 12.000, die von der Pumpeneinheit ausgehen. Zwecks Kabelmanagement und Optik definitiv ein Mehrwert. Apropos Pumpeneinheit, in dieser sitzen 33 Capellix LEDs unter einem austauschbaren Cover. Das zweite Cover und der Imbusschlüssel werden natürlich mitgeliefert. Mitgeliefert werden auch 3 ML120 Lüfter für den 360er Radiator. Jeder dieser Lüfter bietet 8 RGB LEDs. Das reicht uns nicht!
Gut, Marshall hat recht. Daher gibt es noch drei zusätzliche ML120 Lüfter und insgesamt sieht das System dadurch schon richtig sexy aus. Einziges Problem an dieser Stelle, damit ist der Commander Core voll und damit kannst du zum Beispiel auch keinerlei Corsair LED Stripe einfach so anschließen, wie man es zum Beispiel vom Commander Pro kennt. Somit brauchst du zum Beispiel, wenn du auf weitere Corsair LEDs setzen möchtest, zum Beispiel in Form von Stripes, dieses Kit mit dem Lightning Node und einen zweiten USB 2.0 Port auf deinem Mainboard. Das komplette Setup lässt sich dann über die Corsair IQ Software steuern. Das ist ja letztendlich nichts Neues, oder? Deswegen denke ich mir, schauen wir uns doch direkt mal die Kühlleistung an. Der 3900X läuft mit 4,3 GHz zu 1,35 Volt und Corsair empfiehlt an dieser Stelle drei Tests. Full Speed, maximale Lüfterdrehzahl, maximale Pumpendrehzahl, das ist definitiv laut, aber das kühlt auch gut. Maximal 63,5 Grad mittels Blender Benchmark. Zero RPM für die Lüfter, Quiet für die Pumpe. Ab 66 Grad fangen dann die Lüfter an, mal so ganz gemütlich sich zu drehen. Nach 30 Sekunden allerdings bin ich schon bei 70 Grad. Der Durchschnittswert liegt natürlich bei unter 70 Grad. Balanced ist das, ich sag's einfach mal stumpf, out of the box Setup. Und 72 Grad gibt es hier als Maximalwert. Aber die Lüfter laufen halt einfach auch nur mit 650 Umdrehungen pro Minute plus minus ein paar Umdrehungen. Meine persönliche Präferenz wäre Pumpe auf leise. Und die Lüfter mit um die 800 Umdrehungen pro Minute zu betreiben, was sehr, sehr, sehr leise ist und immer noch gut kühlt. Etwas erschrocken habe ich mich, als ich die Preise gesehen habe. 190 Euro für die 360er Version, aber Moment, der Commander Core ist ja mit dabei. Und lasst den einfach mal 40 Euro einzeln kosten und damit würde runtergebrochen nur die I/O an sich um die 150 Euro kosten. Und das finde ich absolut okay. Denn die Corsair-Sachen sind ja eigentlich nie so ultimativ preis-leistungsorientiert, sondern sie richten sich einfach an diejenigen, die einfach die beste RGB als auch Lüftersteuerung haben wollen. In dem Fall Corsair IQ. Was nicht so meins ist, ist diese Geschichte mit dem Pumpencover. Ja, das ist etwas anderes, etwas Neues, mehr Modularität etc. pp. Aber das macht diesen typischen Corsair-Style etwas zunichte. Was mir allerdings sehr gut gefällt, weniger Kabel an der Pumpe, der beigelegte Commander Core und die Kühlleistung. Und jetzt hat einer von euch die Chance, das komplette Corsair Setup zu gewinnen und das beinhaltet die H150i Elite Capellix, das 4000D, drei zusätzliche ML120 Lüfter, die MP600 SSD mit installierten Windows 10, 32 GB Dominator Platinum RGB und das RM650 Watt Netzteil inklusive weiße Kabel. Das heißt, du brauchst nur noch eine CPU, Mainboard und eine brandneue RTX 3000 Grafikkarte und schon ist dein neuer High-End Gaming PC fertig. Das Gewinnspiel ist in der Videobeschreibung verlinkt. Viel Spaß und Glück an dieser Stelle. Jetzt gibt es noch zwei weitere Videos. Bis neulich und natürlich ganz genau. Ciao.